Beim letzten Mal haben wir uns die beiden Lizenzen angeschaut, die einen ins Cockpit eines großen Verkehrsflugzeuges bringen können. Und jetzt wird's richtig spannend, denn es geht endlich mal ums Geld. Viel Spaß! Das heutige Video wird unterstützt von Zaster. Alle wichtigen Infos dazu gibt es gleich. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, ATPL oder MPL, das war die Frage im letzten Beitrag. Und da ist schnell klar geworden, die Multicrew Pilot License kann ein ziemlich schneller und effizienter Weg in das Cockpit eines großen Verkehrsflugzeuges sein. Aber mit dieser Multicrew Pilot License, beziehungsweise mit der Ausbildung dorthin, macht man sich auch schnell von diesem einen Traumjob bei dieser einen Fluggesellschaft abhängig. Und das ist vor allem dann problematisch, wenn irgendwas in der zweijährigen Ausbildung nicht ganz so läuft, wie es vorher geplant war. Genau die Jobs, mit denen ein ATPL-Pilot Erfahrungen aufbauen kann in Form von Flugstunden und Landungen, um die manchmal jahrelange Wartezeit bis zu einem passenden Platz im Airliner-Cockpit zu überbrücken, irgendwelche Single-Pilot-Jobs beim Kurierdienst oder bei der Fallschirmspringertruppe von nebenan, irgendwie sowas, all diese Jobs bleiben dem Inhaber einer MPL ohne Zusatzqualifikation verwehrt. Auf der anderen Seite aber, vorausgesetzt es klappt alles so, wie es geplant war, kann es sein, nicht muss, aber kann es sein, dass den ATPL-Absolventen, die in Anführungszeichen großen Co-Pilotenstellen, bei den großen renommierten Fluggesellschaften hierzulande verwehrt bleiben. Lufthansa, Condor oder ehemals auch Air Berlin, Swiss und Austrian Airlines drücken unter normalen Umständen eigentlich ausschließlich oder vorzugsweise ihren eigens ausgebildeten Flugschülern drei goldene Streifen auf die Schultern. Der MPL-Weg hat also definitiv nicht nur Nachteile, sondern kann Flugschülern unmittelbar nach der Flugschule einen sehr begehrten und, um den ersten Mythos auch direkt mal aus dem Weg zu räumen, einen auch heute immer noch äußerst gut bezahlten und im allgemeinen Vergleich sehr überdurchschnittlich gut bezahlten Job beschaffen. Aber der Weg dahin kostet erst einmal Geld und das haben ab initio ATPL und MPL immer einmal gemeinsam. Für die etwa zweijährige Ausbildung kann man mit Kosten von um den dicken Daumen 80.000 Euro rechnen. Das ist eine ganze Menge Geld, mit der man sich erst einmal auseinandersetzen muss. Und da kommen wir direkt zum spannendsten Thema, Einkommensteuererklärung. Ich weiß, ultra nervig, muss man das machen, hat mir nie einer gezeigt, bla bla bla. Spätestens wenn ihr 80.000 Euro für eine Ausbildung hinlegt, dann geht es da um richtig viel Geld. Aber auch wenn das mit der Ausbildung nicht auf euch zutrifft, gehört ihr vielleicht trotzdem zu den etwa 12 Millionen Leuten in Deutschland, die keine Steuererklärung machen, obwohl sie es eigentlich könnten. Und das, obwohl 9 von 10 Leuten vom Staat Geld zurückbekommen, wenn sie eine Steuererklärung machen, und zwar im Schnitt über 1.000 Euro. Einen handlichen Weg zu eurer Einkommensteuererklärung kriegt ihr auf zaster.de. Dort könnt ihr euch kostenlos registrieren, müsst ein paar Daten angeben wie Name, Adresse, Steuer-ID und dann kann das Team von zaster.de überprüfen, ob für euch überhaupt eine Erstattung in Frage kommt, also ob ihr Geld vom Staat zurückbekommen könnt und sagt euch dann nach ein paar Tagen eben auch, wie hoch diese Erstattung ausfallen könnte. Und dann könnt ihr eben immer noch entscheiden, ob ihr das jetzt an der Stelle sein lassen wollt oder ob die Steuerberater von zaster.de eure Einkommensteuererklärung einreichen sollen. Die Gebühr dafür bezahlt ihr erst dann, wenn die Steuererstattung da ist. Das wird dann direkt miteinander verrechnet, ist also ganz easy. Über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch kostenlos registrieren. Und macht einfach eine Steuererklärung. Das ist mittlerweile wirklich nicht mehr so unübersichtlich, wie man vielleicht denkt und ergibt eigentlich für jeden Sinn. Bei Piloten zum Beispiel kann das sehr interessant werden. Die haben häufig einen sehr langen Weg zur Arbeit. Hat man ein Arbeitszimmer zu Hause, dann kann man das steuerlich geltend machen. Ausstattung wie die Uniform, dafür zahlt man oft Kleidergeld. Oder auch die Schuhe, das kostet alles Geld. Oder auch der Pilotenkoffer. Gerade wenn man so einen unhandlichen 20-Fuß-Container mit sich rumschleppt, wie ich das tue, dann kosten die Sachen alle viereckig Geld. Und das ist natürlich alles für die Einkommensteuererklärung interessant. Und dann ist da eben die teure Ausbildung. Normalerweise gilt, eine erste Berufsausbildung kann man mit bis zu 6.000 Euro pro Jahr als Sonderausgabe geltend machen. Bei einer Fort- und Weiterbildung ist das anders. Die kann man voll und ganz mit allem Drum und Dran geltend machen und das auch über mehrere Jahre. Das heißt, man kann die Kosten für eine Fort- und Weiterbildung in die nächsten Jahre mitnehmen. Stichwort Verlustvortrag. Eine schon abgeschlossene erste Berufsausbildung vor der Pilotenausbildung macht die ganze Sache aus steuerlicher Perspektive also schon mal etwas einfacher. Aber auch gegen diese Nummer mit den 6.000 Euro pro Jahr wurde in den letzten Jahren mehrfach geklagt, was bei der teuren Pilotenausbildung logischerweise besonders interessant ist. Und es sorgte zumindest in den letzten Jahren für ein paar offen gehaltene Steuerbescheide und teilweise aber auch für voll anerkannte Pilotenausbildungen. Für das Zurückzahlen eines eventuell aufgenommenen Ausbildungskredites kann das logischerweise ein sehr relevantes Thema werden. Für die Schweiz gilt das allerdings nicht. Da ist das mit der Pilotenausbildung alles nochmal so ein bisschen speziell. Falls ihr dort Pilot werden möchtet, schaut euch das unbedingt alles genau vorher an, wie das dort funktioniert. Aber wie setzen sich die Kosten für eine solche Pilotenausbildung überhaupt zusammen?
Gar nicht so schwierig. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Für eine ATPL braucht man fast 200 Praxisstunden, für eine MPL deutlich über 200 Praxisstunden, wobei hier natürlich ein großer Teil bereits mit einem Kollegen geflogen wird, der auch für seine Ausbildung bezahlt. Dazu kommt dann obendrauf noch eine Musterzulassung, also ein Type Rating auf einem Verkehrsflugzeug, was dann logischerweise auch wieder sehr viel Geld kostet. Von der ersten Flugstunde auf einer kleinen einmotorigen Maschine mit Fluglehrer für 150, 200 Euro irgendwas dazwischen bis zum Landetraining auf dem echten Verkehrsflugzeug in der echten Welt, also nicht im Simulator, für einen hohen vierstelligen Betrag pro Flugschüler ist daher alles mit dabei. Eine Alpinize-Ausbildung ist in dem Fall nochmal so ein bisschen speziell, vor allem wenn dann auch noch eine Fluggesellschaft im Rücken ist und man bereits Einstellungstests für diese Fluggesellschaft bestanden hat, bevor man mit der Ausbildung beginnt. Um das alles ein bisschen besser zu verstehen mit den Kosten, kann man sich eher mal eine modulare ATPL-Ausbildung angucken. Das fängt an mit der Privatpilotenlizenz, was erst einmal logischerweise ein privates Vergnügen ist. Und die kostet um den dicken Daumen ganz einfach gesagt irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Kommt irgendetwas dazwischen, man braucht länger für seine Ausbildung, erzielt vielleicht auch nicht die Leistung, die man erzielen muss, dann kann so eine Ausbildung logischerweise auch teurer werden. Denn man braucht extra Stunden, muss nochmal eine Prüfung absolvieren, was auch immer. Alles nicht schlimm, aber es kostet eben Geld. Und es ist perfekt vergleichbar mit der Fahrschule. Man macht ja nichts anderes als einen Führerschein. Der Flugschüler zahlt, fliegt und bekommt nach einer bestandenen Prüfung seinen Schein und die damit verbundenen Privilegien. Soll es dann gewerblich weitergehen, dann kommen Zusatzberechtigungen hinzu. Und die CPL-Stunden, also die Erfahrung für die Berufspilotenlizenz, wird gesammelt und jede Flugstunde kostet logischerweise Geld. Dazu erneut Theorieunterricht, das große Kreuz im Hinblick auf die später angestrebte ATPL. Und dann die große Prüfung beim Luftfahrtbundesamt. Für 3 Tage am Computer sitzen zahlt man da etwas mehr als 500 Euro. Und wenn man etwas nicht besteht, dann muss man nochmal hin und nochmal zahlen. Zwar nur für die Fächer, die man nicht bestanden hat, aber lassen die sich gut bezahlen. Habe ich gehört. Und dann wird es ja erst richtig spaßig, denn mit den immer größer werdenden Schulungsflugzeugen kommen natürlich auch immer höhere Kosten pro Flugstunde auf einen zu. So eine zweimotorige Schulungsmaschine, auch wenn sie die günstigste zweimotorige Schulungsmaschine auf der Welt sein mag und schon 10, 20, 30, 40 Jahre alt ist, mit Lehrer, das kostet gerne mal über 400 Euro pro Flugstunde. Und dann gibt es da noch dieses MCC. Multi-Crew Coordination Kurs. Und den muss man machen, damit man ein Verkehrsflugzeug mit 2 Leuten im Cockpit fliegen darf. Und auch das kostet je nach Flugschule, je nach Flugzeugmuster und je nach Simulator eine ganze Menge Geld. Gerne mal einige tausend Euro. Und bis dahin hat man wahrscheinlich noch nicht ein einziges Mal in den großen Spielzeugen mit Bewegung gesessen, in denen die echten Piloten in Anführungszeichen später trainieren. Und man hat auch noch immer keinen Cockpit-Job. Bis zu diesem Zeitpunkt der Ausbildung muss man weder Kontakt mit irgendeiner Fluggesellschaft gehabt haben, noch hat man irgendeinen Euro mit dem Fliegen verdient. Und glaubt mir, das ist ein sehr entscheidender Wendepunkt auf dem Weg zum professionellen Fliegen. Nicht mehr dafür bezahlen, sondern dafür bezahlt werden, dass man ein Flugzeug bewegt. Und wenn man dann Glück hat, je nachdem wie die allgemeine Situation ist, ob gerade Pandemie ist oder nicht, findet man vielleicht einen Job. Findet man eine Fluggesellschaft, bei der man arbeiten kann und arbeiten möchte. Und wenn diese Fluggesellschaft nett ist und jetzt gerade Piloten braucht, dann bezahlt sie einem das Type Rating, also die Musterzulassung für einen bestimmten Flugzeugtypen. Wenn sie es nicht ist, dann kann es auch sein, dass man das Type Rating selber bezahlen muss. Und das kostet wieder mal gerne 20.000 bis 25.000 Euro, vielleicht sogar auch noch etwas mehr. So, bis hierhin ergibt das, finde ich, noch eine ganze Menge Sinn. Denn wenn man sich so eine modulare ATPL-Ausbildung vor Augen führt, dann kann man, finde ich, ganz gut nachvollziehen, warum eine Pilotenausbildung Geld kostet. Denn man macht das nicht bei einer Fluggesellschaft. Man ist nicht in irgendeinem Ausbildungsbetrieb, in welchem man im zweiten Ausbildungsjahr oder sowas Produkte erschafft, schon mit etwas leistet, was auch wirklich einen Gegenwert hat, sondern man nimmt Dienstleistungen in Anspruch. Und das kostet Geld. Und dafür gibt es am Ende diesen Schein. Gut. Aber wie sieht das jetzt mit einer Fluggesellschaft aus? Wie ist das, wenn man eine ab initio ATPL-Ausbildung macht oder eine ab initio MPL-Ausbildung mit einer Fluggesellschaft im Rücken? Was ändert sich dann preislich? Ja, gar nichts. Das bleibt halt genauso, wie es ist. Das sorgt einfach nur dafür, dass man schneller durch so eine Ausbildung durchkommt, vielleicht einen Job in Aussicht hat und die Teilzahlungen schneller bezahlen muss. Preislich endet man auch hier meist zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Und das obwohl im Falle einer MPL-Ausbildung ja bereits eine Fluggesellschaft hinten dran hängt. Die finanziellen Investitionen der jeweiligen Fluggesellschaften halten sich bei dieser Ausbildung bis zuletzt stark in Grenzen. Und daran wird sich auch nichts ändern, solange sich genug junge Leute finden lassen, die ihren Traumberuf am Ende dieser Ausbildung sehen. Eine Option zum Abstottern der Ausbildungskosten nach Erhalt eines Cockpit-Jobs gab es zuletzt nur bei der European Flight Academy.
Also ganz einfach gesagt, bei dem Lufthansa Group Weg. Und was daraus geworden ist, was daraus leider geworden ist, lest ihr in den Nachrichten. Eine wirklich hundertprozentige Übernahmegarantie gibt es wahrscheinlich bei so gut wie gar keiner Ausbildung, völlig egal welcher Job. Aber Preis und Aufwand für die Ausbildung zu einem, in Anführungszeichen, vorsichtig gesagt, Fachidioten sind im Fall der Pilotenausbildung schon vergleichsweise hoch. Und dem muss man sich definitiv bewusst sein. Und so bleibt eine Gemeinsamkeit für alle Wege zur Pilotenlizenz: Die Lizenz ist teuer und die wenigen Plätze mit vermeintlich hohen Übernahmechancen bleiben sehr, sehr begehrt. Natürlich kann man den Preis noch irgendwie drücken, indem man irgendwelche Flugstunden in den USA absolviert, wo das deutlich günstiger ist. Aber es gibt auch Möglichkeiten, diesen Preis deutlich in die Höhe zu treiben, indem man die Ausbildung in die Länge ziehen lässt oder einfach lange braucht, viel sich verrennt in irgendwelche Richtungen. Dann kann sowas auch gerne mal über 100.000 Euro kosten. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Zeit man dafür dann aufgibt. Und so hält sich auch ganz tapfer die Annahme, eine Pilotenausbildung ist wirklich nur was für verwöhnte Kinder reicher Eltern. Das ist Quatsch. Dazu am Ende des Videos gerne nochmal ein paar persönliche Worte, bei denen ich sehr gespannt auf den Gegenwind bin. Denn nach eigener Erfahrung sagen das meist genau die Leute, die einem den Pilotenberuf mit, das ist genauso wie Busfahren, schlechtreden wollen. Meist die Leute, die mit ihrem Traumberuf Pilot auf der Privatpilotenlizenz kleben geblieben sind oder den Weg ins Cockpit nie begonnen haben. Erst einmal, keine Ahnung, was am Busfahren schlecht sein soll. Sicherlich ein cooler Job, der viel gemeinsam hat mit dem Beruf des Piloten. Viel Technik, viel Verantwortung und sicherlich auch einen Haufen Zeitdruck. Sicherlich beides Jobs mit ganz klaren Vor- und Nachteilen. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Das Verkehrsflugzeug bleibt das technisch komplexere Gerät. Unter anderem deswegen sitzen da vorne auch zwei Leute, die das Flugzeug bedienen. Und das Flugzeug bewegt sich dreidimensional durch den Raum und das macht einiges anders. Versteh mich dabei nicht falsch, auf einer PPL kleben zu bleiben ist cool. Eine PPL zu haben ist cool. Pilot zu sein ist cool. Aber anderen Leuten ihren Job schlecht zu reden, weil man es selber nicht gerissen hat, ist nicht cool. Die Finanzierung der Ausbildung bleibt eine der kompliziertesten Fragen überhaupt und wird sicherlich auch schnell mal unterschätzt. Ich kenne fast niemanden, der zu Beginn seiner Pilotenausbildung bereits einen hundertprozentig sicheren Plan zur Finanzierung dieser Ausbildung hatte. Und die wenigen Leute, die das hatten, haben sich entweder in den letzten 10 bis teilweise 12 Jahren in einer ersten Karriere das Geld für die Ausbildung zusammengespart oder aber sich selbst in die Position für einen entsprechenden Ausbildungskredit gebracht. Und ich kenne niemanden, der seine Ausbildung von seinen Eltern geschenkt bekommen hat. Falls das doch der Fall ist, freut mich das für diese Leute. Das hätte wahrscheinlich niemand ausgeschlagen. Vielmehr hat ganz vielen Kollegen der Weg zur Hausbank geholfen, zu einer Bank, bei der man seit Jahren Kunde ist, eine Bank, die einen bereits kennt und die einen in Ausbildungsfragen gerne unterstützen möchte. Es gibt viele verschiedene kleinere Kredite, die man sich über den Ausbildungszeitraum zusammengeholt hat, viel telefonieren, viele Fragen stellen und so weiter. Das finde ich nicht gut, dass das so läuft, aber es ist halt meist einfach so. Auf dem Weg dahin kann logischerweise sehr viel schiefgehen. Medizinisch zum Beispiel. Das Risiko ist immer da. Und auf einmal ist der Pilotenberuf für einen nicht mehr erreichbar, aus medizinischen Gründen. Oder es passiert irgendetwas in der Familie, irgendetwas, was man nicht vorhersehen kann. Oder das Leben verläuft ganz anders, als man sich das irgendwann mal gedacht hat. Oder man findet in der ersten Karriere, in einem Studium, mit dem man eigentlich nur die Zeit überbrücken wollte, auf einmal etwas viel Besseres. Etwas, was besser zu einem passt als die Pilotenausbildung und der Pilotenberuf. Aber das gilt wirklich nicht nur für diese Ausbildung. Die Leute, die da vorne im Cockpit eines großen Verkehrsflugzeuges sitzen, die gehören nicht zu irgendeiner Elite. Die sind nichts Besonderes. Auch dann nicht, wenn sie es euch erzählen wollen. Aber sie bringen gewisse Fähigkeiten mit. Das sind abgeklärte, gefestigte Persönlichkeiten, die auch unter Stress konstant gute Leistung liefern. Und das kann nicht jeder. Der Weg zu dem Platz da vorne verläuft eigentlich nie so, wie man das irgendwann mal geplant hatte. Er fordert sehr viel Willensstärke, Disziplin und auch Geduld. Aber eben auch viel Kreativität. Und das ist entscheidend, nicht das Portemonnaie der Eltern. Viel Erfolg, falls ihr irgendwann mal dort vorne sitzen wollt. Viel Erfolg bei eurer Pilotenausbildung und viel Spaß. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.